Jo, in diesem Part schauen wir uns an, was sich hier in dieser Route noch alles verbirgt. Und wenn wir noch Zeit haben, können wir auch noch den Ewigwald anschauen. Dieser Part wird länger als der letzte Part, aus dem Grund, weil der letzte Part etwas kurz geraten ist. So, schmierst du süßen Honig auf die Rinde eines Baumes, lockst du mit dem süßen Duft vielleicht Pokémon an? Ja, werde ich jetzt allerdings nicht machen, da mir diese Sache noch nie, ja, ich. Mir ist es noch nie erfolgreich gelungen, damit Honig ein Pokémon aufzuspüren, weil ich nicht checke, wie es geht. Ihr müsst es mir auch nett erklären oder in die Kommentare schreiben oder so, weil ich möchte mich damit ehrlich gesagt nicht so befassen. Wie wäre es mit einem schnellen Kampf, bevor ich zum Ewigwald aufbreche? Ach, du gehst auch zum Ewigwald? Interessant. Vielleicht treffen wir uns ja dort auch später, irgendwann mal. Achso, Aufnahmezeit ist 17:28 Uhr. Also wieder an einem, ja, fast abends, kann man sagen. Und deswegen ist es jetzt auch im Hintergrund ein bisschen orange. Ach schön, ein Ponyta. Ach ja, ein Ponyta im Sonnenuntergang hat schon was. So. Auch wenn es mir weh tut, dieses Ponyta weh zu tun, ich muss es leider weh tun, weil sonst komme ich nicht in den Ewigwald rein. Und schreckst du zurück? Nein, leider nicht. Schade. Mann, dieses gegnerische Ponyta ist schnell. Und jawohl. Sehr schön, Ponyta ist tot. Rest in Peace, Ponyta. Und Level 16? Jawohl, sehr schön. Frau Löwe hat jetzt Level 16 erreicht. Ich hoffe, wir finden bald einen Namensbewerter, damit wir nach dem F1A hinzutun können, damit der Name passt. Alles klar. Ja, von den Leveln unserer Pokémon her ist es eigentlich ganz okay. Alle unsere Team-Pokémon haben Level 16, das ist okay. Ich glaube, Kampffalken stelle ich jetzt mal in die erste Position, aus dem Grund, weil langsam ein paar Käfer-Pokémon auftauchen werden, im Ewigwald zum Beispiel. Achso, den Typen haben wir gerade eben schon angesprochen, stimmt, habe ich gerade vergessen. Gut, dann laufen wir mal durchs Gras und schauen uns an, was es hier für Pokémon gibt. Ist hier vielleicht noch was? Sieht nicht so aus. Und was taucht hier auf? Ah. Barmelin, ich habe mir schon überlegt, Barmelin auch ins Team reinzutun. Aber ich habe mich dann doch nicht dafür entschieden, es reinzutun, aus dem Grund, weil wir schon ein Wasser-Pokémon haben, und zwar unseren Starter. Aber Barmelin, ein gutes Pokémon. Bäuerlin ist, glaube ich, die Entwicklung. Hat, soweit ich weiß, einen hohen Angriff und einen hohen Initiativwert, also ein guter Angreifer. Kann man sich also auch ins Team tun, wenn man sich keinen Sumpix genommen hat. Oder vielleicht auch doch. Ja, je nachdem, wie man gerade sein Team haben möchte. So, hier taucht ein weiteres Pokémon auf. Ah, und übrigens habe ich mir auch überlegt, auch ein Shalellos ins Team zu tun. Aber ich habe es dann aus demselben Grund wie bei Boilin dann doch nicht genommen. Weil wir haben ja dann auch schon ein Wasser-Pokémon und wir brauchen keine zwei. Na, fast ein One-Hit-Kill. Aber es hat immer noch einige KP übrig. So, Ruckzuckhieb. Und das war's für das gegnerische Shalellos. Wir bekommen ein paar Erfahrungspunkte hinzu. Und hier ist ein Wanderer, müsste es sein. Es gibt zwar keinen Berg hier, aber ich bin zum Bergwandern bereit. Und los! Du stehst gerade auf einem Berg. Ist zwar nicht der größte, aber es ist ein Berg. Karel. Super, ein Kleinstein. Dieses Kleinstein können wir mit unserem Staravier nicht gut bekämpfen, da Flugattacken und auch Normalattacken nicht effektiv gegen Gesteins-Pokémon sind. Das heißt, ich muss mein Pokémon auswechseln und hole Waterloo in den Kampf.
Aha, gut, dass wir es gewechselt haben. Ansonsten wäre der Steinwurf jetzt sehr effektiv gegenüber unserer Staravia. So, ich greife es an mit Metallklaue. Stahl gegen Gestein ist sehr effektiv. Hm, so wenig. Heftig. Waterloo scheint einen sehr niedrigen Angriffswert zu haben. Oder Kleinstein hat einen hohen Verteidigungswert auf sein Wesen vielleicht noch drauf. Weil anders kann ich es mir jetzt nicht erklären, warum es jetzt kein One-Hit-Kill war. Naja gut, dann war es eben ein Two-Hit-Kill. Der Angriff unseres Pokémon erhöht sich wegen unserer Attacke gerade eben. Da besteht eine Chance, dass sich der Angriffswert unseres Pokémons erhöht. Ein Macholo, das ist wieder ein Gegner für unser Staravia. Flugattacken sind sehr effektiv gegen Kampf-Pokémon. Okay, ich greife es an mit einem Flügelschlag, der einzigen Flugattacke von Staravia. Müsste ein One-Hit-Kill sein, genau. Wir bekommen Erfahrungspunkte, leider reicht es nicht ganz für Level 17. Ein weiteres Kleinstein. Oder noch ein Kleinstein. Das können wir wieder mit Metallklaue erledigen, aber da ich vorhin gesehen habe. Moment, das würde mich jetzt interessieren. War vorhin dieses Kleinstein ein Verteidigungswesen? Oder eher nicht? Weil wenn es vorhin ein Verteidigungswesen war, dann müsste es jetzt mehr abziehen. Aber es zieht genauso viel ab wie vorhin. Okay, dann hat das Wesen nichts damit zu tun gehabt. Anscheinend liegt es an dem geringen Angriffswert unseres Pokémons. Ich schaue mal nach. Der Angriffswert 26. Zum Vergleich, Spezialangriff unseres Pokémons ist 30. Ja, ist der niedrigste Wert unseres Pokémons zurzeit. Initiative ist auf Platz 2 mit 26, dann Verteidigung mit 29, auf Platz 2 ist Spezialangriff und auf Platz 1 Spezialverteidigung. Okay, also eher ein Verteidiger-Pokémon, was wir da ausgepickt haben. Gut, dann beende ich es jetzt mit einem Blubber. Aber ein Pokémon müsste er noch haben. So, das müsste Level 17 für unser Pokémon geben. Jawohl, Level 17 für unser Plirprin oder so ähnlich. Wie gesagt, ich kenne die Namen der vierten Generations-Pokémon nicht so genau. Gut, jetzt wechsle ich nochmal zum Kampffalken. Warum hat ein Wanderer ein Bilitzer? Normalerweise setzen sie doch immer nur Gesteins- oder Kampf-Pokémon ein. Also das Bilitzer überrascht mich jetzt. Naja, gut für mein Staravia. Denn wenn jetzt ein Kleinstein gekommen wäre, dann könnte ich mein Staravia jetzt nicht benutzen. Aber bei einem Normal-Pokémon wie Bilitzer geht es ganz gut. Alles klar, und ein Ruzuki-Hieb, damit wir die Schnelleren sind, mit der Ersttreffer-Garantie. Alles klar. Und, gibt das ein Level ab, erreichst du auch Level 17? Yes, sehr schön, sehr schön. Gut, Angriffswert ist hoch und der Initiativswert auch. So stelle ich es mir vor bei einem Flug-Pokémon. Das war ein erfrischender Kampf. Gut, jetzt schauen wir mal nach, was das für ein Item ist. Es ist ein X-Angriff. Okay, bin ich jetzt nicht besonders begeistert. Denn es gibt eine andere Methode, den Angriffswert seines Pokémons zu erhöhen. Und das ist Fluch. Oder auch, es gibt auch andere Attacken. Jaula ist auch eine, erhöht auch den Angriff. Ich liebe Pokémon, die süß riechen. So wie dieses. Riech doch mal.
Oh, riecht nach Gras. Ah. Und Knospi. So. Ich hab's doch gewusst, es riecht hier stark nach Gras. Aber nicht das Gras, was ich gemeint habe, sondern was anderes Gras. Also anderes Gras halt, ne? Pflanzen und so ein Zeug. Ja, dass das ein One-Hit-Kill wird, wundert mich nicht. Denn Pflanzen-Pokémon sind gegenüber Flugattacken nicht besonders stark. Hast du verstanden, was ich meine? So schnell konnte ich nicht lesen. Okay. Gehen wir mal nach oben. Ah, hier ist eine Brücke. Und da unten ist ein weiterer Trainer oder eine Trainerin. Müsste es sein? Ja, sieht nach einer Trainerin aus. Aber hier ist erst einmal ein Trainer. Es ist ein langer Weg zwischen Flori und Ewigenau. Also lass uns kämpfen. Mit Vergnügen. Okay, Simon. Ah, Kleinstein schon wieder. Da kann ich mein Kampf-Ike nicht benutzen, das ist voll blöd. Ach, okay, ich muss austauschen, mal wieder. Weil ich kein anderes Pokémon habe, was ein Gestellens-Pokémon schnell killen kann. Ah, ja. Also komm, in den Kampf, Waterloo. Pam, er bewirft mit Steinen unser Waterloo. Aber er ist davon nicht besonders beeindruckt und bläst ihm zum Dank einen. Was? Na, ihr wisst schon. Blubber halt, ne? Und so. Und? Na, ich hätte mich gewundert, wenn es ein Level-Up wäre. Unsere Pokémon haben ja schon im letzten Kampf das Level-Up bekommen. So, Tipps für Trainer. Die Items in deinem Beutel werden automatisch der richtigen Tasche zugeordnet. You don't say. Das ist sehr praktisch. Der beste Freund des Trainers. Alles klar. Gut, dann gehen wir jetzt nach unten und schauen nach, was dieses Mädchen da so macht. Nein, nicht dieses Mädchen, sondern... Okay, erstmal durchs hohe Gras. So, was dieses Mädchen da so macht. Ich frage mich, welche Pokémon man in dieser Gegend findet. Lauf ins Gras und du wirst es wissen. Das für Name ist Sibyl. Verdammt, noch nie gehört den Namen Sibyl. Also falls ihr Sibyl heißen solltet, ne? Dann lasst es mich wissen, ne? So, Shinox, ein Elektro-Pokémon. Unser Shinox oder in dem Fall die Entwicklung. Verdammt, ich habe den Namen vergessen. Kann ja bis jetzt noch keine Elektro-Attacke. Das heißt, ich kann mit meinem Flug-Pokémon eigentlich kämpfen. Auch wenn der Gegner ein Elektro-Pokémon ist. Warum kann unser Pokémon keinen Funkensprung? Betrug! Ey, das überrascht mich jetzt. Unser Shinox oder die Entwicklung von Shinox kann keinen Funkensprung. Warum kann der Gegner Funkensprung? Es macht keinen Sinn. Hat das etwa durch ein Ei bekommen und das Vater-Pokémon konnte die Attacke? Oder warum kann dieses Shinox eine Elektro-Attacke und unser Pokémon nicht? Ich check's nicht. Noch ein Elektro-Pokémon. Aber dieses Pokémon kann bestimmt keine Elektro-Attacke. Und wenn doch, dann werde ich mich sehr wundern. Ha, Charme, okay. Ist seit der 6. Generation eine Feen-Attacke. Bis zur 5. Generation war Charme jedoch eine Normal-Attacke. Ach komm, wegen dem Charme zieht es jetzt viel zu wenig ab, weil die Attacke unseren Angriffswert sinkt.
Das ist eine ziemliche Nervattacke. Und unser Staravir spielt mit Angriff. Ich muss austauschen mein Pokémon, damit der Angriffswert wieder normal ist. Und zwar hole ich jetzt meinen Luxtra, müsste das Pokémon heißen, oder? Ja, ich hole meinen Luxtra in den Kampf. So, und jetzt senken wir mal seinen Angriffswert. Kannst du mal aufhören? Das nervt. Also, die sind vom gleichen Geschlecht, ne? Und der Gegner benutzt Charme auf unser weibliches Pokémon, ne? Und senkt damit den Angriffswert unseres Pokémons, ne? Ihr versteht die Logik dahinter? Gut. Ja, warum kann dieses Pokémon auch Funkensprung? Egal, ist nicht effektiv. Aber unglaublich, laut überraschend der Funkensprünge hier in diesem Part. Na gut, das war der zweite bis jetzt. Ich neige mal wieder zur Übertriebenheit. Oder zur Übertreibung. Ich bin schockiert. Wie konnte ich nur verlieren? Ganz einfach. You suck. So, hier sind ein paar Beeren. Das müsste eine Prisiv-Beere sein. Oder Pirsiv-Beere. Paralyse heilt die Amarena-Beere. Pirsiv heilt Schlaf, kann das sein? Ich weiß es nicht. Nee, Maronbeere heilt Schlaf. Was gibt's denn da noch für Möglichkeiten? Verwirrung? Verwirrung, kann das Verwirrung sein? Dass sie Verwirrung heilt? Das will ich jetzt wissen. Ach ja, und die anderen Beeren da links sind Sinelbeeren, das weiß ich. Aber erstmal schaue ich nach, was Pirsiv-Beeren für einen Statuswert teilen. Ah, Vergiftung war's. Okay. Gut, und Sinelbeeren heilen das Pokémon, das die Beere trägt, um 20 KP. Um 10. Tut mir leid, 10 KP. 20 würde der Trank heilen. Und hier finden wir einen Pokéball, eine kleine Reserve für unseren Pokéball-Vorrat. Und was ist hier unten? Ein Lüftungsschacht, der die Tunnel mit frischer Luft versorgt. Ach, unter uns ist ein Tunnel. Interessant. Und warum läuft das Spiel zu langsam? Ich weiß es nicht. Bestimmt wegen dieser großen Route hier. Aber so groß ist sie doch nicht, oder? Egal. Das Schild haben wir schon gelesen, das müssen wir uns nicht nochmal anschauen. Haben wir gegen den schon gekämpft? Nee, ne? Noch nicht. Genau, noch nicht haben wir gegen ihn gekämpft. Ausgerechnet hier muss ich mich verlaufen. Wie kann man sich hier verlaufen? Man läuft nur geradeaus. Da kann man sich nicht verlaufen. Nathan oder Nathan. Oh, ein Onyx. Super, wieder ein perfekter Gegner für unser Staravir. Ironie aus. Ich muss es wieder austauschen, aber dafür hat es dann nach dem Kampf Level 18. Und unser Waterloo vielleicht auch. Oder Plieprin. Oder Plirprin, ich weiß den Namen wie gesagt nicht genau. Mit Namen der vierten Generation bin ich überfragt. So, das war Wasser gegen Boden und Gestein. Also vierfach stark. Und hier kommt das erwartete Level ab. Angriff hat sich, glaube ich, wieder ein bisschen erhöht. Ich konnte es gerade nicht sehen. Aber ich schätze es jetzt einfach mal, dass es so ist. Und unser Pokémon lernt eine gute Attacke. Die Notsituation. Interessant. Da könnte man einige fiese Kombis machen. Mit einem Item namens Focus Gurt. Ich verlerne jetzt die Attacke Tackle. Tackle benutzen wir wahrscheinlich nicht mehr, da wir die Attacke Rockzupip haben, die deutlich besser ist. Nach der Orientierung habe ich nun auch den Kampf verloren. Ja, so ein Pech aber auch. Heute ist anscheinend nicht dein Tag. Yo, Rockmusik!
Jetzt aber, ich bin es nicht gewohnt, mich zurückzuziehen. Okay, los geht's. Kämpferin Claire. Eine andere Trainerart mal. Zur Abwechslung. Und wer hätte es gedacht, sie setzt ein Kampf-Pokémon ein, ein Macholo. Gut für unser Staravia, denn Staravia ist sehr stark gegen ein Kampf-Pokémon mit der Attacke Flügelschlag. Hier war's, sehr gut. Und bald erreichst du Level 19 schon. Oh, das geht aber schnell jetzt auch mit dem Leveln. Ich gebe auf, du spielst einfach in einer anderen Liga. Und hier ist ein weiteres Item. Hier gibt es ja aber viele Items auf dieser Route. Ein Schutz. Damit können wir uns vor nervigen Pokémon schützen. Aber momentan gibt es gar keine nervigen Pokémon. Ich weiß nicht, soll ich ein bisschen spielen? Ja, du kannst Nintendo DS spielen. Pokémon Pearl zum Beispiel. So, Doris. Ein Plinfer. Sie spielt Pokémon Pearl bereits. Sie hat sich einen Plinfer rausgepickt am Anfang. Gut, dieses Plinfer hat Level 14. Unser Pokémon hat Level 18. Also unser Pokémon ist deutlich stärker. Der Flügelschlag sollte mindestens die Hälfte abziehen. Ja, genau. Halt doch endlich den Schnabel! Musst du mich mit einem Schnabel attackieren, du verdammter Pinguin! Ich hasse Pinguine! So. Ach, fast Level 19. Puh, wie gemein! So, hier ist ein Haus. Wahrscheinlich ist da eine Person, die unsere Pokémon heilen wird. Aber holen wir uns den Trank noch zunächst ab. Und hier ist ein weiterer Lüftungsschacht. Interessant. So. Glaubst du, du schaffst es ganz alleine durch den Ewigwald zu laufen? Natürlich. Du siehst müde aus. Ich denke, du solltest dich etwas ausruhen. Müde war ich vielleicht im letzten Part, kann es sein, aber heute bin ich ziemlich munter, weil ich gut geschlafen habe, aber hier bin ich anscheinend in dem Spiel noch ein bisschen müde. Du und deine Pokémon, ihr seht wieder richtig erfrischt aus. Ja, also wie gesagt, bei der kann man seine Pokémon heilen und sich ein bisschen ausruhen. Hier steht sogar ein Bett, das einzige Bett im Haus. Wo schlafen dann die zwei? Und der Fernseher läuft übrigens wieder. Das ist wohl so ein Sinnoh-Trend. So, ich rieche versteckte Items. Hier vielleicht? Hier vielleicht? In dem Stein irgendwo? Ein verstecktes Item in einem Stein finden. Klingt total plausibel. Hinter dem Haus ist leider kein Item. Hier vielleicht? Hier oben? Nein, hier ist ein Zerschneiderbusch. Da brauchen wir Zerschneider, um daran vorbeizukommen. Hätten wir Zerschneider jetzt und natürlich auch den passenden Orden, dann könnten wir jetzt den Ewigwald ganz einfach überspringen. Aber leider müssen wir durch ihn durch. Im Ewigwald sind viele Gift-Pokémon zu Hause. Aber ich habe kein Gegengift gekauft. Was mache ich denn jetzt nur? Heilen. Gehe ich weiter oder doch lieber zurück? Du gehst weiter. Und wenn sie vergiftet sind, scheiß drauf. Da steht ein Haus, wo du deine Pokémon heilen kannst. Kostenlos. So, jetzt haben wir den Ewigwald betreten. Hallo, mein Name ist Raiser. Raiser oder Razor. Und du bist? Oh, du bist also Kevin. Es freut mich sehr, dich kennenzulernen. Kevin, darf ich dich um einen Gefallen bitten? Nein. Ich möchte durch den Wald gehen, aber allein habe ich Angst. Ich habe gehört, dass hier einige dunkle Gestalten herumlaufen, die sich Team Galaktik nennen. Ach, hör die Lappen, vor dem sollte man doch keine Angst haben. Also, ich bitte dich.
Die sehen doch total schwul aus. Vor denen kann man keine Angst haben. Ich denke, wenn man nicht allein geht, ist man auf jeden Fall sicherer. Kann ich bitte mit dir gehen? Kevin entscheidet sich, zusammen mit Reiser zu gehen. Ich werde deine Pokémon stets in Topform halten. Gut, dieser Punkt des Spiels eignet sich super, um seine Pokémon zu trainieren, da die Pokémon-Kämpfe hier alle Doppelkämpfe sein werden und auch die Pokémon nach jedem Doppelkampf geheilt werden. Also dementsprechend muss man nicht immer wieder zurücklaufen und seine Pokémon heilen, sondern es geht hier viel schneller, weil die Pokémon nach dem Kampf sofort wieder geheilt sind. So, okay. Ein Wampel und ein Panelkon. Ach schön, die Vorentwicklung und seine Entwicklung. Aber ausnahmsweise greife ich jetzt mal die Vorentwicklung an, anstatt die Entwicklung, weil die Entwicklung deutlich schwächer ist als die Vorentwicklung hier in dem Fall. Denn Panelkon kann bestimmt nur einen Härtner und einen Fadenschuss, aber ich glaube kaum, dass es angreifen kann. Oh, ja gut, das war Schanera. Ich dachte gerade, der Gegner setzt Eierbombe ein. Das hätte mich sehr gewundert. Gut, Panelkon erhöht seine Verteidigung. Das ist doch die einzige Attacke, die Panelkon wahrscheinlich kann. Warum hast du dich nicht zu Pudox entwickelt? Und noch ein Level up für unseren Kampffalken. Also unser Kampffalke, der wird richtig stark gerade. Vielleicht sollte ich ja wieder einen Positionswechsel... Ne, komm, ich lasse den jetzt an die erste Position. Die ganzen Käfer-Pokémon, die machen wir ruckzuck platt mit einem Flügelschlag immer wieder und wieder. Mein Pokémon wurde vergiftet und daher kann ich jetzt nicht kämpfen. Ich wusste, ich hätte Gegengift im Pokémon Supermarkt kaufen sollen. Dann geh nach draußen, da ist so ein Haus, da, ihr wisst schon, ne, und so. Ah ja, hey, hier liegt ein Gegengift, soll ich es dem Typen geben? Nee. Ich bin egoistisch, wir leben hier in Deutschland, wo fast jeder egoistisch ist, also ich behalte das Gegengift, so. Und hier ist ein mysteriöser Stein. Und da ist kein verstecktes Item in diesem Stein. Was wieder logisch klingt, naja. Das finde ich sehr cool gemacht, dass hier jedes wilde Pokémon gleich zu einem Doppelkampf wird. Auf diese Weise kann man auch sehr gut Shinies fangen, da die Chance, einen Shiny zu treffen, sich verdoppelt. Weil ja zwei Pokémon gleichzeitig auftauchen. Jedoch muss man dann aufpassen, wenn ein Shiny auftauchen sollte, dass das befreundete Chanera es nicht mit Eierbombe killt. Gut, das Haspirohr benutzt Ausdauer, um sich vor einem One-Hit zu schützen. Aber ich greife es ja sowieso nicht an, sondern erstmal das schwache Wampel muss hier weg. Und die Eierbombe trifft leider das gegnerische Pokémon nicht. Gut, setz bitte nicht nochmal Ausdauer ein, ansonsten wird dieser Kampf nervig. Okay, danke. Die Entwicklung von Haspirohr bekommt, glaube ich, in der neuen Pokémon-Edition Omega Saphir und Alpha Saphir und Omega Rubin, oder kann auch sein, dass es andersrum ist, bekommt die eine Mega-Entwicklung, soweit ich weiß, hinzu. Ich kann mich allerdings auch irren, ich bin mir da nicht so sicher. Ich habe es nur vielleicht mal kurz im Wiki gesehen, also im Poké-Wiki habe ich es mal kurz gesehen, aber es kann auch sein, dass es ein anderes Pokémon war. Du fragst, was cool ist? Nein, ich sage es dir trotzdem. Käfer-Pokémon. Wir befinden uns nur auf einem Gewaltmarsch. Jawohl, Gewaltmarsch ist sehr gut. Auf diese Weise kann man seine Truppen sehr schnell für einen Blitzkrieg rüsten und dadurch sehr schnell benachbarte Staaten schnell erobern und dadurch seine Macht verstärken. Okay. Ein Wurmple und ein Pachirisu schon wieder. So viele Pachirisus hier in dieser Umgebung.
Und wir haben jetzt die halbe Stunde erreicht, aber ich habe ja im letzten Part gesagt, dieser Part wird länger. Und zwar ungefähr 10 Minuten werde ich den Part noch länger machen als im letzten Part. Also als normalerweise meine ich. Er ist ja bereits schon 10 Minuten länger als der letzte Part. Naja, nicht ganz. Ja, nicht ganz. Der letzte Part hatte 24 Minuten gedauert und der dauert jetzt momentan noch 30 Minuten. Puh, bin ich froh, dass der Funkensprung nicht auf meinen Kampffalken ging, ansonsten hätte ich viele KP verloren. Warum senkst du die Initiative meines Pokémons? Ach ja, richtig. Mein Pokémon hat einen hohen, hohen Initiativswert. Oh, ich habe Pachirisu angegriffen und nicht Wompel. Da habe ich mich wahrscheinlich vertippt oder ich habe nicht gemerkt, dass ein Wompel auf dem Spielfeld liegt. Entschuldigung. Auf dem Spielfeld. Ich sage immer noch Spielfeld von meinem Yu-Gi-Oh! Let's Play. Unglaublich. Ich meine natürlich auf dem Kampffeld. So, das war ein klarer One-Hit. Hätte mich auch gewundert, wenn es keiner gewesen wäre. Ah ja, Chanera hält sich hoch mit der Attacke Weichei. Eine Attacke, die nur Chanera und Haidaira und die Vorentwicklung von Chanera, wo ich den Namen nicht weiß, und Miu kann. Und, ne, Kokowai kann kein Weichei. Nein, Kokowai kann kein Weichei. Funkensprung, bitte auf Chanera, nicht auf meins. Danke. Chanera kann sich ja zum Glück immer wieder hochheilen, also von daher ist es kein großes Drama, wenn es mal Schaden bekommt. So, wieder ein One-Hit. Flug gegen Käfer, Flug ist sehr effektiv. Pam. Explosionen. Es ist eigentlich total sinnfrei, sein Chanera, was fast gar keinen Spezialangriff hat, Eierbombe beizubringen. Chanera würde ich eher auf einen Tanker pimpen, sag ich mal. Zum Beispiel mit Toxin und so Attacken, die die Verteidigung oder den Fluchtwert erhöhen. Für einen Fluchtwert wäre es vielleicht Doppelteam oder vielleicht für eine hohe Verteidigung Einigler. Ich weiß jetzt nicht, ob Chanera Einigler kann, aber es gibt bestimmt ein paar Methoden, die Verteidigung von einem Chanera zu erhöhen. Oder man kann auch die Verteidigung des Gegners senken, mit Charme zum Beispiel, geht natürlich auch. Allerdings muss man dann jedem Gegner dann die Verteidigung senken, was äußerst mühselig ist. Gut, ich greife Pachirisu mit Druck zu Kibern. Das müsste mehr abziehen als der Flügelschlag, weil Flügelschlag ist nicht stark gegen einen Elektro-Pokémon. Bitte wieder auf Chanera, nein, nicht auf mich! Ach, jetzt greift es auf einmal mich an. Aber vorhin das Chanera angreifen. Tja, hättest du Chanera angegriffen, jetzt hat es dich gekillt. Oh, vielleicht auch nicht. Der Spezialangriff von Chanera ist ja nicht vorhanden. Chanera ist ja ein typisches Pokémon, was nur KP hat. Oder doch, ist genauso ein Pokémon. Hohe KP, aber anderen Werte total scheiße. Gut, hier ist ein Item. Bitte ein Meisterball. Ein paar Reile. Ist auch in Ordnung. Okay. Gut, 6 Minuten haben wir noch und hier ist nicht Team Galactic. Sah gerade ganz kurz so aus, wegen den gleichen Frisuren. Habe ich gerade gedacht, es wäre so ein Team. Naja. Ich kann sie sehen. Ich kann sie sehen. Ich kann meine Niederlage sehen. Okay, er kann seine Niederlage sehen, das ist gut. Durch die Verbindung von Trainer und Pokémon wird eine große Kraft geboren. Ja, das nennt man Freundschaft. Ach, das habe ich jetzt aber schön gesagt. So, zwei Psychos, die kommen wohl aus der Klapse. Was? Linus? Ich habe gerade Linux gelesen.
Zwei Abras, die bestimmt Kraftreserve beherrschen. Oh, Kampfhike hat schon Level 20. Heilige Scheiße. Ich muss mein Kampfhike mal die Position wechseln, sonst sind meine anderen Pokémon... Ja, die fühlen sich dann benachteiligt, weil ich nur Kampfhiken trainiere. Gut, Kampfhike benutzt Flügelschlag auf Abra links. Und jetzt greift Chanera das andere Abra mit Eierbombe an, aber es wird auf jeden Fall kein One-Hit-Kill werden. Weil Chaneras Spezialangriff, wie gesagt, nicht vorhanden ist. Ja, ich hab's euch gesagt. Mich wundert es, dass es überhaupt was abgezogen hat. Okay, das war's für diesen Trainer-Doppelkampf. Und jetzt werde ich die Position meines Pokémons austauschen. Damit meine anderen Pokémon auch ein paar Erfahrungspunkte bekommen. Unser Schwächstes ist momentan Frau Löwe mit Level 16. Ich hoffe, du lernst mal Donnerzahn. Die Attacke wäre echt Korall. Und hier ist ein Item. Bitte, Meisterball, Sonderbonbons! Ein Superball, okay. Geht auch in Ordnung. So, hier sind zwei Käfersammler, scheine ich mal zu raten. Aber ich gehe noch vorher... Oh, da ist... Ne, immer noch kein Team Galaktik. Wo sind denn die? Die sollten eigentlich hier sein. Ah ja, auf diese Methode kann man... die umgehen, indem man hier nach oben geht, okay. Aber das möchte ich jetzt nicht, sondern ich möchte gegen die noch kämpfen. Hier kommt Hexaplager. Das ist eine Fähigkeit. Meine Sinne arbeiten auf Hochtouren. Ein seltenes Pokémon. Okay, jetzt zeig mir mal dein seltenes Pokémon. Oh verdammt, 6 Pokémon insgesamt. Aha, Wompel ist also selten und Boomy auch, aha. Okay, a game word learned. Das Pokémon Boomy gibt es, soweit ich weiß, in 3 verschiedenen Formen. Die eine ist die Pflanzenform. Ne, Quatsch, Boomy nicht, aber die Entwicklung. Mortapel heißt das Pokémon, glaube ich, oder doch Boomy? Ja doch, Boomy kann, glaube ich, sein, dass es auch Boomy ist. Boomy und Mortapel, seine Entwicklung, gibt es in 3 verschiedenen Formen. Einmal die Sandform, einmal die Form, was es jetzt gerade hat, und einmal eine andere Form, die ich nicht weiß. So eine lilane Form hat Boomy, glaube ich, noch. Ja, und je nachdem, was für eine Form das hat, zu dem Pokémon entwickelt es sich. Ach ja, stimmt, Boomy kann sich noch zur Boomerdame entwickeln. Genau, aber frag mich jetzt bitte nicht, was man dafür tun muss oder welches Level es dafür braucht. Da mit Boomy kenne ich mich nicht so aus. Ich habe nicht einmal einen Boomy in meinem Team, also in meinem, also ich habe privat gar keinen Boomy, sage ich es mal so. Ich habe privat insgesamt, ich habe es bei mir neulich nachgeschaut, es sind, es müssten glaube ich, wie viele waren es denn? Ah, ich habe es kurz, vor kurzem nachgeschaut, wie viele Boomy waren es denn? Also 500 habe ich als eingetragene Pokémon, also als gesehene Pokémon, aber gefangen habe ich glaube ich 450 so rum, also alle Pokémon aus der von der 1 bis 4, von der 1. bis der 4. ungefähr habe ich gefangen von der Menge her, aber ich habe keinen Gummi. Dafür habe ich einen Chanera und auch einen Pudox und auch einen Luxtra. Also die anderen Pokémon, was auf dem Feld sind. Ich kann euch ja mal meine ganzen Pokémon mal zeigen, aber da brauche ich eine gute Kamera dafür, damit ich das aufnehmen kann. Und momentan habe ich gar keine Kamera zurzeit. Oh, Zerpeise, auch ein Pokémon, was ich nicht habe. Allgemein habe ich aus der 4. Generation ziemlich wenig Pokémon, weil ich kein Spiel habe aus der 4. Generation,
was die Region Sinnoh betrifft. Aber ich habe dafür die Soul Silver Edition. Und das ist auch ein Pokémon-Spiel der vierten Generation. Ah, da gibt's doch keinen Grund zu flennen, weil ich dich nicht hab. Jetzt beruhig dich zur Peise. Was ist eigentlich deine Vorentwicklung? Ich hab's vergessen. Ach ja, genau, irgend so ein Käferviech. Ja, Käferviech sind sie natürlich alle, ja klar, aber das Pokémon sieht am ehesten nach einem Käfer aus. Die Vorentwicklung von Zerpeise. Oh, Eierbombe, zerbombt dieses Pudox wie Afghanistan. Okay, das war jetzt böse. Entschuldigung an alle Leute, die irgendwas mit Afghanistan haben. Die vielleicht sogar ein paar Freunde haben, die in Afghanistan stationiert sind. Ja. Gut, dass mein Pokémon jetzt nicht verwirrt wurde. Bei Konfusion ist die Chance, dass mein Pokémon verwirrt wird. ich glaube 15 oder 10%, also nicht hoch, aber es ist möglich. Oh Gott, wieder eine 15 bis 10%ige Chance. Und? Oh Gott, sehr gut, nicht verwirrt. Oh, wir haben jetzt 40 Minuten erreicht. Und Level Up für Frau Löwe. Jawohl, endlich lernst du eine neue Attacke. Funkensprung mit Level 18. Das Shinux hatte Level 13, was vorhin Funkensprung konnte. Allerdings lernen Vorentwicklungen Attacken früher als Entwicklungen. Also von daher war es gar nicht so unwahrscheinlich, dass dieses letzte Shinux Funkensprung schon mit Level 13 konnte. Ich verlerne die Attacke Ladevorgang. Die Attacke habe ich noch nie besonders gebraucht. Lädt Energie für die kommende Elektroattacke auf. Erhöht die Spezialverteidigung. Die habe ich noch nie verwendet, so intensiv. Und von daher kommt die jetzt mal weg. Oder doch, ich glaube, ich habe sie sogar mal benutzt, ein paar Mal. Ist lange her, aber ich glaube, im Saphir-Let's Play habe ich die mal benutzt. Die Ladevorgangsattacke bei meinem Magneton. War aber schon ewig her. Ja, das ist es. Ja, das Let's Play ist 3 Jahre alt. 3,5 sogar schon. Da kann ich mich jetzt nicht so genau erinnern. Aber ich konnte schwören, mein Magneton aus der Saphir-Edition konnte die Attacke Ladevorgang. Naja, gut, egal. Wow. Aua, 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 aua. Oder Er lacht seine Pokémon aus, weil sie so schlecht sind. Gut, hier ist ein Item und ein wildes Pokémon oder 2 wilde Pokémons in dem Fall. Ein Haspirohr und ein Wampel. Ich glaube, ich mache den ewigen Wald oder Ewigwald noch fertig. Verdammt, ich sage immer ewigen Wald. Aus dem Grund, weil es in der 5. Generation auch einen Wald gibt, der ewigen Wald heißt. Und ich habe die 5. Generation häufiger gespielt als die 4. Generation, deswegen sage ich statt Ewigwald, Ewigenwald immer wieder. So, One-Hit-Kill mit einer Nicht-Step-Attacke. Hatten wir das schon mal in diesem LP? Kann sein, einmal müssen wir es, glaube ich, schon hatten. Hatten, kann man sagen. So, dann holen wir dieses Haspirohr nicht, da es Ausdauer benutzt hat. Verdammt. Na los, Janeva, Eierbombe. Boom. Ah ja, stimmt. Ausdauer. Aber ich dachte jetzt gerade ganz kurz, dass das Ausdauer jetzt nicht mehr funktioniert. Alles klar, dann werde ich jetzt dieses Pokémon einfangen, aus dem Grund, weil es sich gerade so anbietet. Dass das drin ist, muss ich, glaube ich, nicht erwähnen.
Ach ja, man kann Pokémon erst fangen, die in Doppelkämpfen auftreten, wenn ein Pokémon schon gefallen ist. Das heißt, man muss erst ein Pokémon töten, bevor man ein Pokémon fangen kann, wenn zwei Pokémon in Doppelkämpfen auftreten. Also wäre jetzt noch ein zweites Pokémon zum Beispiel auf dem Kampffeld, dann hätte ich es nicht fangen können, denn man muss immer ein Pokémon vorher killen, bevor man ein Pokémon fangen kann, das in einem Doppelkampf auftritt. So, hier sind die von vorhin, die man umgehen kann, die zwei Trainer. Ich spüre eine eigenartige Präsenz und du verströmst sie. Dieser Wald ist seltsam. Es scheint, als füllte er meine Energie auf. Oder als fülle er meine Energie auf. Vielleicht gibt es hier ja legendäre Pokémon. Ja, ich kann euch schon mal ein bisschen vorher spoilern. Es gibt hier ein legendäres Pokémon in diesem Wald. Aber das fangen wir erst viel später. In der Platin-Edition kann man es nach dem zweiten Orden schon fangen. Allerdings kann man es hier in der Pearl- und in der Diamant-Edition erst nach der Liga fangen. Gut, ein Enton, ein nettes Opfer für unsere neue Attacke, nämlich den Funkensprung. Darauf ist nämlich jetzt auch Step! Unser Luxtra kann eine Step-Attacke! So, Funkensprung hat eine Stärke von 60, glaube ich zumindest, plus Step, das sind also eine Stärke von 90. Kraftreserve, okay, hast dir noch ein bisschen Kraft aufgespart. Aha, die sehr effektiv ist gegen Scharniere. Okay, jetzt nochmal Funkensprung, allerdings nicht, ist die Attacke nicht mehr effektiv, sondern normal stark, damit sie ein Kampf- und ein Psycho-Pokémon ist und die zwei Typen sind nicht schwach gegen Elektro-Attacken. Leider kein One-Hit-Kill, aber man kann nicht alles haben. Bitte, verwirrt diese Scharniere einfach so. Oh. Jetzt schon weiter benutzen? Für die paar KP? Nicht gut gespielt. Tackle. Aha. Und Level 19 für unser Luxtra. Gut. KP, Angriff, Verteidigung und Spezialangriff plus 2. Spezialverteidigung und Initiative jeweils plus 1. Gut, boah. Sehr hoher Angriff hat unser Scheinux, wollte ich schon sagen. Unser Luxtra. Und der Initiativwert und der Spezialangriff sind auch nicht schlecht. Aber der Angriffswert ist natürlich sehr hoch im Vergleich zu den anderen Werten. Sei eins mit mir, mein Mediti. Dein Sieg, es gibt nichts Seltsames über den Sieg zu sagen. Aha, okay. Gut, dann ist hier hohes Gras. Hier auch. Okay. Und hier finden wir Honig. Liegt da einfach so eine so ein Glas Honig auf dem Boden? Okay. Gut, und hier ist der Ausgang. Ach ja, und hier braucht man Zerschneider, um da reinzukommen. Den bekommen wir allerdings erst nach unserem zweiten Orden. Oh, da ist der Ausgang. Jetzt fällt mir ein Stein vom Herzen. Wir haben es echt geschafft. Allein wäre ich niemals durch den Wald gegangen. Vielen, vielen Dank, Kevin. Ja, gerne. Gut, ich glaube, ich mache den Part jetzt auch an der Stelle zu Ende. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn wir die Stadt Ewigenau erreichen. Dann werden wir eine Starterkunde machen und ja, im übernächsten Part werden wir dann um unseren zweiten Orden kämpfen. Also, in dem Sinne, bis zum nächsten Part. Macht's gut, euer Young LP. Ciao.